Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Es kam gerade die Mewtwo-Einladung, was jetzt nicht unbedingt was Besonderes ist, weil die kommen ja jede Woche. Übrigens, 2 Tage vor dem nächsten X-Raid. Der nächste X-Raid ist am Samstag, deswegen kamen die heute. Und ja, heute war es ein bisschen besonders, weil die für den nächsten Samstag kommen sollen, also 11. August. Und nächster Samstag, 11. August, ist Evoli C-Day. Dementsprechend hat man natürlich gehofft, dass die Einladung nicht während des C-Days ist. Ist mir schon mal passiert. Das war beim Voltilam C-Day. Da war C-Day und mein Mewtwo X-Raid gleichzeitig. Ich habe eine Einladung bekommen und zum Glück vor dem C-Day. 10.30 Uhr, perfekte Zeit. Da kann man den machen, dann zum alten Nordfriedhof fahren und den C-Day. Was geht da draußen ab? Und den C-Day voll ausnutzen. Also für mich perfekt. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht. Habt ihr eine Einladung bekommen? Und wenn ja, um wie viel Uhr? Fällt sie in den C-Day rein? Ich hoffe mal nicht für euch. Ansonsten gab es gestern ein paar Neuigkeiten. Es kam ja Raikou ab 22 Uhr. Ich habe die Zeit vorgespult und habe versucht, einen Raikou zu bekommen. Aber hat nicht ganz funktioniert. Also erst ab 22 Uhr ging das, auch wenn man die Zeit vorgespult hat. Sprich, ich habe noch einen Galaxo bekommen. Was für mich eigentlich ziemlich gut ist, weil ich brauche noch ein gutes Galaxo. Und Raikou habe ich ja schon 98er auf Max gepusht. Also da hatte ich noch eine Chance auf Galaxo. Aber leider wieder mal ziemlich schlecht. Und es ist ein... Achso, jetzt kommt erstmal die Belohnung. 2000 Staub, 5 Ultrabälle, 3000 EP und... Und es ist ein Galaxo! Oh! Oh Gott. 1400, fuck! Es ist so schlecht, Leute. Also, es hat nicht funktioniert, obwohl ich die Zeit vorgespult habe. Aber leider ist es ein sehr schlechtes Galaxo. Unter 1400? Oder genau 1400, irgendwie sowas um den Dreh herum. Nichts Erwähnenswertes. Aber Raikou ist gekommen, neuer Monat auch. Sprich, neue Quests sind am Start. Und eine von denen hat es in sich. Und zwar gibt es Pandir als Questbelohnung. Man muss dreimal Curveball werfen. Und dann gibt es Pandir. Es gibt 8 verschiedene Varianten. Im Spiel gab, also im Originalspiel gab es, glaube ich, unendlich viele. Und zwar sind die Flecken jedes Mal anders. Aber in Pokémon Go gibt es 8 verschiedene Varianten. Und ja, ich habe leider noch keinen. Ein Kollege von mir hat sogar einen 100er bereits, also richtig krass. Und schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon einen Pandi habt. Und, was auch sehr überraschend war, 2 neue Shinies, Snubbull und Hundoster. Und natürlich deren Entwicklung, Hundemon und Granbull. Es war ja im Februar ungefähr, war das Februar? Februar, März, Ende Februar sowas, ein Event zum chinesischen Neujahr. Und es war, dieses Jahr ist das Jahr des Hundes. Und es gab Fifi und Shiny. Und jetzt kommt auf einmal noch Snubbull und Hundoster. Die hätten damals zu dem Event Shiny kommen sollen, aber jetzt ergibt es irgendwie gar keinen Sinn. Vor allem Raikou ist ja eine Raubkatze und die bringen Shiny Hunde. Und es gibt auch ein paar Quests, da kommen dann Snubbull und Hundoster, glaube ich, raus. Entwickle Mauzi zum Beispiel oder so, also entwickle eine Katze und dann kriegst du einen Hund. Aber ja, die zwei sind auf einmal am Start, Shiny. Damit hat keiner gerechnet. Ich glaube, das liegt daran, dass es einfach zu viele Pokémon gibt. Und wenn die nur während Events neue Shinies rausbringen, die gar nicht mehr hinterherkommen, weil es gibt einfach zu viele Pokémon und die müssen noch so viele Shinies rausbringen. Aber das war's auch schon wieder von mir. Schreibt auch unten in die Kommentare, ob ihr schon Shiny Snubbull oder Hundoster habt. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.